Was geht ab? Meine lieben Freunde, willkommen zurück zu einem weiteren wunderbaren Video. Leute, wir sind bei der JCC 16. Gruppe B angekommen. Wir geben uns heute Doni 4-2 mit. Er macht seinem Shisha-Pass-Sound aller Ehre. Doppel-Apfel. Anderthalb Minuten der Track, nur sehr kurz, Alter. Holy shit. Wir hören rein. Ich kann nur sagen, ich glaube, meine Reaktion auf die Qual hat sich auf dem Hauptkanal geschafft, glaube ich. Die ist, glaube ich, auf dem Flutterflow Live-Kanal. Schaut es euch gerne an da. Er hat mich nicht ganz überzeugt. Ja. Wir werden sehen, was Mero Zero Fero El Shishaba jetzt für uns hier parat hat. Vielleicht ist er gar nicht so wack. Ich hab's ja auch nicht nur 100% kritisiert. Ein, zwei Sachen fand ich ja auch gar nicht so kacke in der Qualifikation. Gar nicht so kacke zumindest. Wir werden reinschauen, Freunde. Let's go. Tut denn der Moon Sound, Alter? Ich hör's doch. Was ist das, derselbe Typ? Ah, Corona-Haircut, Freunde. I know the struggle. Okay. Leute sagen, mach Getta. Hase im Haus wie der Wendler. Hase im Haus wie der Wendler. Leute sagen, mach Getta. Hase im Haus wie der Wendler. Boss war full handy, spinnt grad. Ich schieße wie Jesse Lingard. Du bist nicht cool, weil du hältst Boss. Wer ist Jesse Lingard, Jungs? Ach, immer diese Namen, Mann. Lingard. Jesse Lingard. Ja, Jungs, jetzt werden wieder alle reinschreiben. Manchester United kennst du nicht? Jungs, ich guck vielleicht dreimal im Leben Bundesliga. Fast full handy, spinnt grad. Ich schieße wie Jesse Lingard. Du bist nicht cool, weil du Hate-Boss. Deine Bitch schreibt mir Hey Schatz. Automat gibt nur Shelter. Bacardi mit das Kappa, Layla. Jetzt wird alles noch realer. Kappa auf wie John Cena. Mache Geld wie Nautila. Kennst du diesen Block wieder? Du bist... Digga, der kommt weiter, Jungs. Komm, support doch mal ein bisschen rein, Jungs. Der kommt weiter. Kuss. Von dem Stoff nieder, doch von meinem Boxen auf die Fahrt Nummer 10 mit Torfspieler. Höre meinem Kopfleder. Ich spiel in meinem Loft. FIFA, Doppel, Apfelkopf, Shisha, wir lieben. Okay, warte, ich will nochmal zurückspulen. Ich hab nicht verstanden, was er gesagt hat. Ich will ihn jetzt nicht zu sehr runtermachen, Jungs, aber wir schauen nochmal rein. Ich will hören, was er gesagt hat. Boss war full handy, spinnt grad. Okay. Ich schieße wie Jesse Lingard. Ja, du bist nicht cool, weil du Hate Boss. Deine Bitch schreibt mir Hey Schatz. Du bist nicht cool, weil du Hate brauchst. Deine Bitch schreibt mir Hey Schatz. Bruder. Ah, nicht schlecht, Digga. Er kann sich noch der eine oder andere Rapper was abschauen. Automat gibt nur Shelter. Bacardi mit das Kappa, Layla. Jetzt wird alles noch realer. Kappa auf wie John. Ey, auch im Beat, es fehlt so der Druck einfach. Wo ist der Bass hin? Cena mache Geld wie Nautila. Kennst du diesen Block? Warte, die John Cena allein. Jetzt wird alles noch realer. Kappa auf wie John. Cena mache Geld wie Nautila. Kennst du diesen... Jetzt wird alles noch realer. Kappa auf wie John Cena. Problem ist nur, dass er im Video absolut keine Cap trägt, Bruder. Er trägt absolut keine Cap, während er diese Line einfach rappt. Alles noch realer, Kappe auf wie John Cena, mache... Ah, okay, er hat seine Kapuze aufgehabt während der Zeit. Okay, ich nehme alles zurück. Wie Nautila, kennst du diesen Block wieder? Du bist von dem Stoff nieder, doch von meinem Boxen auf. Die Fahrt Nummer 10 mit Torfspieler, höre meinem Kopfleder. Ich spiel in meinem Loft, FIFA, doch... Ja. Ich glaube echt, er hört in seinem Kopf Lieder, Mann. Aber wenn er sie versucht, auch nach außen zu tragen, funktioniert es nicht so ganz. Den Apfelkopf, Shisha, wir liefern wie Deutsche wieder. Halt die Fresse auf die Chipscha. Ein Schuss, du kannst deine Vision vergessen. Yalla, Schocki, ich bin von den Millionen besessen. Ich wollte mir sagen, der ist drin. Der hat es reingeschafft. Der Typ ist im JCC drin. Aber Gotcha nicht. Und Gamer Brother mit seiner Qualität nicht. Ein Rika hat sich reingeschafft. Okay, Jungs. Fairer wie, denn du hättest damit nicht gerechnet, dass Träume verblassen können wie Nachrichten bei Snapchat. Der Ferrari in Rot. Bruder. Mit Tedis in Schwarz, mit dem geraden Weg kriegst du sie nicht mal, wenn du Spaß. Nee, Hurensohn Nummer 1 ist und bleibt der Start. Tag, tag, der Bench ist da nach einem Tag. Bist du ehrlich da? Er ist auch gegen die da oben, Alter. Das habe ich rausgehört gerade ein bisschen, ja? Die da oben, ne? Die da oben. Dann wirst du nur noch gefickt, Kopfschrott. Auf einmal bist du spurlos gesnitcht. Sie verraten, wenn du nichts vom Kuchen gibst. Aber Familie und wahre Brüder bluten mit. Ja, seitdem kann man mal kurz ausgenockt, Jungs. Ach, schwierig. Ein, zwei Passagen waren gar nicht so schlecht. Ein, zwei Flow-Passagen waren gar nicht so schlecht. Aber andere waren einfach unverständlich. Waren einfach ganz, ganz auf eine ganz komische Art und Weise offbeat. Und er hat war gefühlt den halben Track entweder eine halbe Sekunde vor dem Beat oder nach dem Beat.
Oder drüber oder drunter, aber er war nie wirklich auf dem Beat. Keine Ahnung, Mann. Ja, schwierig. Ich glaube, da brauchen wir nicht drüber reden. Ich habe ein bisschen Angst, dass er durch die ganzen Dislikes weitergekommen ist. Weil ja auch negative Bewertungen zählen, so gesehen. Ich habe keine Ahnung, Mann. Ganz weirder Typ. Ich habe die Hälfte nicht verstanden. Ich will jetzt nicht zu sehr fronten, so. Weil, ja, jeder fängt irgendwo an, jeder hat seinen eigenen Style. Wenn es für ihn cool klingt, so soll er das machen, Digga. Aber war jetzt nicht so das, was ich mir geben würde, irgendwie. Leute, schreibt mal eure Meinung gerne rein. Auf jeden Fall nochmal, da fand ich den ersten Track deutlich stärker. Da fand ich die Qualifikation stärker. Da würde ich mir lieber freiwillig 100 Mal die Quali geben, als das nochmal. Das sagt, glaube ich, schon alles aus. Just saying, ja. Schreibt mal rein, was ihr davon fandet, wie ihr es fandet, Freunde. Ansonsten würde ich sagen, sehen uns mal in einem weiteren wunderbaren Video. Bleibt fresh, so wie immer. Und ciao.